wagt. Der, der kombiniert und der auch mal spioniert. Das ist Can, Checker Can, yes he can, unser Mann. Der mit Tieren spricht, der, der tückisch ist, der kein Schisser ist und der hält, was er verspricht. Das ist Can, Checker Can, Checker Can. Hey Leute, lässiges Bike, oder? Und darum geht's heute, um coole Fahrräder. Fahrräder sind echt eine geniale Erfindung. Aufsteigen und schwupp bist du da, wo du hin willst. Und das viel schneller als zu Fuß. Ganz ohne Benzin, nur mit Muskelkraft. Kein Wunder, dass die Leute überall auf der Welt Fahrrad fahren. Mal auf zwei Rädern, mal auf drei. Aus dem Weg! Wow. Und manchmal sogar auf vier. Und auch die Polizei schwingt sich in den Sattel. Es gibt Räder mit dünnen Reifen zum besonders schnell fahren und welche mit ganz dicken, für holprige Strecken. Ich fahre heute abseits der Straße durch die Pampa, lerne Radfahren wie die Leute vor rund 150 Jahren und lass mein Checkerrad durchchecken. Hier kommt der Fahrradcheck. Und jetzt die Checkliste. Wo sind nur wieder meine Fragen? Bestimmt hier beim Rad. Nee, hier ist nichts. Komisch. Dann eben bei einem anderen Rad. Yeah. Wie flickt man einen Reifen? Und die zweite? Da. Wie funktioniert eine Gangschaltung? Eine noch. Frisur sitzt auch? Ach ja, die Checkerfrage. Wie sahen die ersten Fahrräder aus? Das check ich für euch. Los geht's mit einem ganz speziellen Rad, dem Mountainbike. Ich habe mir einen richtigen Profi geschnappt, die Alexa. Sie hat schon viele Wettkämpfe gewonnen. Mountainbikes sind speziell fürs Gelände gemacht. Sie haben extra dicke Reifen, damit kommt man super die Berge rauf und wieder runter. Ganz wichtig, nicht einfach irgendwo durch die Prärie düsen. Das ist nicht gut für die Pflanzen, Tiere oder Spaziergänger. Aber worauf kommt es jetzt an beim Mountainbiken? Also wichtig ist ja auch, dass man immer viel Balance hat. Und Okay. Drum fahren wir mal eine ganz enge Kurve. Also ist auch schwieriger, merkt man dann, ne? So langsam. Oh, oh. Wer richtig langsam fahren kann, kann erst richtig schnell fahren. Boah. Also eine gute Übung für Mountainbiker ist auf jeden Fall auch so langsam fahren. Langsam fahren, kleine Kurven, Achter, um Sicherheit auf dem Fahrrad zu bekommen. Also Achter, so eine Acht fahren, enge Kurven. Oh. 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 Mist. Bei mir funktioniert das noch nicht. Muss ich wohl noch ein bisschen üben. Ja, gar nicht so einfach. Deswegen ist ein gutes Gleichgewicht das A und O, ganz, ganz klar. Sag mal, wie lange hältst du das so durch? Ich sage immer, eine Ampelrotphase muss es gehen. Ein paar Minuten, wenn ich Glück habe. Oh. Aber auch nicht immer. Jetzt wird's richtig schwierig. Oh, oh. Ah. Oh. Schon mal nicht schlecht. Halt, wo will sie denn jetzt hin? Oh. Ey, da fahre ich aber nicht runter. Boah, geschafft. Oh, und da willst du jetzt runter? Ja, das machen wir jetzt. Okay, worauf muss ich achten? Pass auf, dass du nicht zu viel mit vorne bremst. Okay. Mehr hinten, ganz wichtig, Arme locker, gebeugt. Die nimmst du als Federung zusätzlich mit. Okay, vorne überbeugen. Nicht zu weit. Okay. Gewicht hinter den Sattel. Okay, damit ich nicht vorne überfliege, oder? Ganz genau, es geht steil bergab und darum müssen wir das Gewicht nach hinten bringen. Gewicht nach hinten, hinten bremsen, vorne nur ganz leicht. Genau. Alles klar? Du zuerst. Let's go. Wow. Ah. Wow. Wow. Krass. Ist dir schon mal was passiert beim Mountainbiken?
Gott sei Dank noch nichts wirklich Schlimmes, aber blaue Flecken, Schürfwunden, Prellungen, da kommt man fast nicht drum rum. Okay, also tut schon manchmal weh, aber hast nie aufgehört? Das wäre kein Grund zum Aufhören, weil das macht viel zu viel Spaß. Wenn du vom Pferd fällst, steigst du wieder auf und wenn dein Rad dich abschmeißt, dann fährst du auch weiter. So, jetzt weiß ich ungefähr, wie Mountainbiken geht. Ob das auch mit meinem Checkerrad funktioniert? Mist. Verdammt, Leute, war eine blöde Idee. Jetzt habe ich einen Platten. Da hilft nur eins, ab in die Fahrradwerkstatt. Hallo, Rainer. Servus. Mein Rad hat einen Platten. Keine Luft drin. Das ist wirklich platt. Wann hast du das letzte Mal aufgepumpt? Gestern aufgepumpt gerade. Ich glaube, dann ist ein Loch drin. Den müssen wir flicken. Flicken? Checkerfrage. Wie flickt man einen Reifen? Rein in Rainers Werkstatt und das Rad aufbocken. Jetzt müssen wir das Vorderrad vom Rad runterkriegen. Und abwechseln. Jetzt haben wir hier mal das ganze Rad einzeln. Genau, das ist das Laufrad. Mhm. Das besteht aus dem Reifen, da ist innen der Schlauch drin, den sieht man jetzt nicht, aber den holen wir ja gleich raus. Da ist die Luft drin, ne? Da ist die Luft drin, ganz genau, damit das gut rollt. Dann haben wir hier die Felge und durch die Felge hat die Verbindung durch die Speichen zur Narbe. Warum hat so ein Rad Speichen und nicht einfach hier eine Platte? Das ist natürlich viel leichter, weil die Speichen selber nicht viel wiegen. Wenn ich das hier komplett schließen würde, die ganze Seite, dann habe ich viel mehr Gewicht. Okay. Und das muss ich ja alles mitschleppen. Also ein Rad soll leicht sein, deswegen die dünnen Speichen. Leicht und stabil. Grundsätzlich, je mehr Speichen, desto stabiler ist es. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Boah, ja, angefangen. Vier, fünf, 36. Also so von Hand ist es zu schwierig, ne? Vom Hand kriegst du das gar nicht runter. Deswegen gibt es eben Reifenheber. Mhm. Die machen das viel, viel einfacher. Dann nehme ich den Reifenheber und stecke den hier zwischen Reifen und Felge. Mhm. Und dann sieht man schon, kann man wunderschön den Reifen über die Kante drüber heben. Schaust, dass du da reinkommst. So, und dann rüber drücken. Richtig. Okay, und so immer weiter. Und dann kommt der schon raus. Den Schlauch dann. Ach, den ziehst du da unter hervor? Einfach unter der Felge rausziehen. Richtig. Okay. Das hier ist das Ventil. Richtig, das ist ein Ventil. Was macht denn so ein Ventil? Das Ventil sorgt einerseits dafür, dass man das aufpumpen kann, weil irgendwo muss natürlich die Luft in den Reifen rein. Mhm. Aber sie soll ja nicht wieder rauskommen. Also Luft geht rein, aber nicht raus. Aber nicht raus. Ventile funktionieren so. Die Luft kann durch eine Öffnung in den Reifen hineinströmen, aber die Klappe hier geht nur in eine Richtung auf, nämlich nach innen. Will die Luft zurück, geht die Klappe zu und die Luft bleibt drin. Zum Flicken müssen wir erstmal das winzige Loch finden. Rainer kennt einen Trick. Er drückt den aufgepumpten Schlauch unter Wasser und hält Ausschau nach Luftbläschen. Da sind sie. Und da ist dann auch das Loch. Aber das Wasser macht die unsichtbare Luft sichtbar, ne? Unter Wasser sieht man. Richtig, ganz genau. Das ist wie beim Taucher. Das sieht man auch, wenn der ausatmet, wie die Luftblasen nach oben steigen. Das ist hier genau das Gleiche. Dann trocknen wir das ein bisschen ab und markieren die Stelle, weil wenn wir jetzt gleich die Luft rauslassen, das müssen wir zum Flicken, besteht sonst die Gefahr, dass wir das nicht wieder finden. Schwarz auf schwarz, ob das so eine gute Idee ist? In dem Kästchen hier ist alles zum Flicken drin, so Gummipflaster zum Beispiel. Und wie jetzt eine Gebrauchsanweisung, das kriegen wir doch ohnehin. Und wo war nochmal gleich das Loch? Findest du nicht. Wo war's? Irgendwo muss ein Kreuz sein. Da. Ah, hervorragend. Schwarz auf schwarz, schwer zu erkennen, aber wir haben es wieder gefunden. Mhm. Okay, jetzt muss man schmirgeln. Jetzt muss man das aufrauen, das Ganze. Warum muss man das eigentlich machen? Weil meistens auf dem Schlauch noch etwas Wachs oder andere Materialien sein können und darauf würde die Vulkanisationsflüssigkeit nicht halten. Was ist das? Das ist Vulkanisationsflüssigkeit. Mhm. Das ist kein Kleber, funktioniert aber ähnlich. Ganz wichtig ist es, das bleibt elastisch. Weil wenn wir nachher den Schlauch wieder aufpumpen, dann muss sich das natürlich der Flicken mitbewegen können. Sonst wird er wieder kaputt. Okay, bei Kleber, der könnte dann brüchig werden oder so? Richtig. Und das hier hält aus? Der bleibt elastisch. Okay. So, diese Vulkanflüssigkeit, also den Gummikleber draufschmieren und 5 Minuten warten, bis er angetrocknet ist. Ist es nachher echt so fest wie bei einem neuen Schlauch? Das ist nachher genauso stabil wie ein neuer Schlauch.
Den kriegt man nie wieder runter. Den Flicken kannst du höchstens mit der Schere rausschneiden. Dann mal her mit dem Gummipflaster. Ich will jetzt endlich wieder Rad fahren. Und das hält jetzt richtig dicht. Das hält richtig dicht. Das ist wie ein neuer Schlauch. Gleich mal testen. Ja, der Flicken hat sich richtig mit dem Schlauch verbunden. Jetzt muss noch der Mantel drauf und der Schlauch da rein. Es geht am Anfang von Hand. Und dann wieder mit dem komischen Hebeldings. Und nochmal. Schwupps. Das war's. Nochmal richtig gut aufpumpen. So. Gut, klappt das lang. Okay. Fühlt sich gut an. Boah, richtig hart. Und anschrauben natürlich. Fertig. So, gut, das schaut sehr gut. Sehr gut. Das und war's. Jetzt nochmal Kontrolle. Wie flickt man einen Reifen? Zuerst das Loch finden, im Wasser. Statt Kleber kommt Vulkanisationspaste drauf. So eine Art Gummikleber. Der verbindet den Flicken bombenfest mit dem Reifen. Gecheckt. Und jetzt eine Frage an euch. Woher kommt die Rikscha? A. Aus Asien? Oder B. Aus Amerika? Oder C. Aus Deutschland? Die richtige Antwort, wie immer am Ende der Sendung. Yo, 1A geflickt mein Reifen. Dann kann ich ja jetzt losdüsen. Fährt sich super, ab auf die Straße. Damit dort nichts passiert, gibt's ein paar wichtige Regeln. Super wichtig beim Radfahren? Helm aufsetzen. Ich habe mal getestet, wie wichtig so ein Helm eigentlich ist. Ohne Helm geht die Melone kaputt, wenn ich sie runterschmeiß. Und jetzt mit Helm. Dabei bleibt alles heil. Also, immer Helm aufsetzen. Das Zeichen hier heißt Radweg. Auf den darf man ab 8 Jahren. Vorher muss man sowieso auf dem Fußweg fahren. Ab 10 Jahren darf man dann auch auf der Straße fahren, falls es keinen Radweg gibt. Auch wichtig beim Radfahren ist das Handzeichen geben. Das hat denselben Sinn wie beim Auto das Blinken. Beim links abbiegen, den linken Arm ausstrecken und super wichtig, über die Schulter gucken, ob auch keiner von hinten kommt. Beim rechts abbiegen genauso, nur eben in die andere Richtung. Wenn ihr an eine Kreuzung kommt, wo es keine Ampel und keine Verkehrszeichen gibt, dann gilt immer rechts vor links. Das heißt, wenn ihr von hier kommt mit dem Fahrrad und gleichzeitig kommt ein Auto, von euch aus gesehen rechts, dann hat das Auto Vorfahrt. Wenn das Auto von hier kommt, also von euch aus gesehen links, dann habt ihr Vorfahrt. Es gilt ja rechts vor links. Aber lieber trotzdem Vorsicht, kann ja sein, dass der Autofahrer nicht aufpasst und einfach trotzdem fährt. Und so ein Auto ist immer der Stärkere im Straßenverkehr. Also lieber zweimal hinschauen. Rainer wollte mir noch was zeigen. Ich sehe ihn schon, aber was fährt der denn da? Ein Riesendreirad? Rainer, was ist das denn für ein Teil? So. Das ist eine Rikscha. Krass. Wofür ist das denn? Ja, zum Personenbefördern natürlich. Also eigentlich wie so ein Taxi? Richtig, wie ein Taxi. Bloß verbraucht es kein Benzin. Nicht schlecht. Ist es jetzt eine Spezialanfertigung von dir oder gibt's das öfters? Nein, in München gibt es einige davon. Aber ansonsten kommt das Ganze aus Asien, aus China, aus Indien. Da wird wahnsinnig viel mit der Rikscha transportiert. In Asien sind im Straßenverkehr viele Fahrradrikschas unterwegs. Ist ja auch ein billiges und schnelles Verkehrsmittel. Früher wurden die noch per Hand gezogen, später mit dem Fahrrad. Und heute gibt's die auch mit Motor. So, jetzt will ich auch mal fahren. Auf geht's. Halt dich fest. Aus dem Weg. Boah, wow, ganz schön anstrengend. Kein Wunder. So eine Rikscha wiegt ja schon ohne Passagiere 80 Kilo. So viel wie ein erwachsener Mann. Mit Fahrer und zwei Passagieren sind das um die 300 Kilo. Fast so viel wie vier erwachsene Männer. Jetzt aber zurück in die Werkstatt. Ich muss noch eine Checker-Frage klären. Wie funktioniert eine Gangschaltung? Hier vorne habe ich meinen Schalthebel am Lenker. Da von dem Schalthebel geht ein Seil nach hinten, okay, über den Seil, Rahmen. Richtig, das Seil, was hier geht. Und das geht in mein Schaltwerk hinten rein. Okay. Das Schaltwerk führt die Kette und über die Spannung vom Seilzug kann ich das Schaltwerk bewegen. Und die Kette von einem Zahnrad aufs andere werfen. Der Hebel hier hebt also die Kette von einem Zahnrad aufs nächste. Die Zahnräder am Hinterrad heißen übrigens Ritzel. Je mehr Ritzel, desto mehr Gänge. Und wie viele Gänge hat das Rad hier?
Das kann man ganz einfach ausrechnen. 1, 2, 3, 4, der mit der Kette. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Ritze. Also, 10 Stück hinten und 1 vorne am Pedal. Macht 10 mal 1, 10 Gänge. Sind vorne am Pedal 2 Zahnräder, dann sind es 10 mal 2. Genau, 20 Gänge. Ganz einfach. Je mehr Gänge du hast, desto weniger anstrengend ist es, mit dem Fahrrad zu fahren. Aber der Sinn von den vielen Gängen ist es, dass man immer einen Gang findet, egal ob es leicht bergauf oder leicht bergab geht, immer einen Gang findet, mit dem man leicht treten kann und sich nicht zu sehr anstrengen muss. Okay, verstanden. Aber was haben die Zahnräder genau mit den verschiedenen Gängen zu tun? Wenn vorne das Kettenblatt die gleiche Größe hat wie hinten das Ritzel, das sind jetzt vorne und hinten jeweils 28 Zähne. Okay. Dann kann man schauen, wenn ich die Kurbel nach hinten bewege, eine Viertelumdrehung, wandert das Hinterrad eine Viertelumdrehung nach hinten. Eine halbe Umdrehung habe ich hier auch hier eine halbe Umdrehung. Eine Dreiviertelumdrehung habe ich an der Kurbel und am Hinterrad eine Dreiviertelte. Und nach einer Umdrehung ist es wieder unten, ist wieder in der Ausgangsstellung. Das heißt, wenn ich jetzt in dieser Kombination gleich großes Kettenblatt, gleich großes Ritzel, eine Umdrehung Kurbel, macht das Hinterrad auch eine Umdrehung. Darf ich mal? Ja. Also eine Umdrehung genau, das Ventil wandert. Und zack, das Ventil ist auch wieder unten. Genau. Und zur Verdeutlichung, wo dass du siehst, was die verschiedenen Ritzel hinten ausmachen, schalten wir jetzt mal in den schnellsten Gang und probieren das Gleiche nochmal. Okay. Schnellster Gang, das heißt hinten kleinstes Ritzel. Wenn ich jetzt eine Viertelumdrehung mit der Kurbel nach hinten gehe, dann siehst du, dass mein Ventil schon fast eine Dreiviertelumdrehung hat. Wenn ich jetzt eine halbe Umdrehung habe, dann siehst du, dass es schon einmal rum ist. Und wenn ich jetzt die Umdrehung fertig mache, kommt es noch zum zweiten Mal vorbei und ich habe fast 2,5 Umdrehungen bei einer Kurbelumdrehung. Zum Vergleich. Oben am Hinterrad kleines Zahnrad, also hoher Gang. In der Mitte zwei gleich große. Und unten ist hinten ein großes Zahnrad drauf, das heißt niedriger Gang. Mit dem hohen Gang ganz oben fahrt ihr mit einer Pedalumdrehung am weitesten. Das heißt, wenn du bergauf fährst, dann nimmst du hier das ganz große Ritzel. Wenn du bergab fährst, das ganz kleine. Wie funktioniert eine Gangschaltung? Oben am Lenker wechselt man die Gänge. So wandert die Kette von Ritzel zu Ritzel. Je nach Ritzelgröße fahrt ihr in einem hohen oder einem niedrigen Gang. Mit einem niedrigen Gang kann man gut bergauf fahren, das ist dann nicht so anstrengend. Mit einem hohen kommt ihr schneller voran. Gecheckt. Jetzt schaue ich mir ein richtig schnelles Rad an. Das Rennrad. Ich fahre gleich mal mit. Ey Leute, Rennradfahren macht so einen Spaß. Und ich bin auch ganz vorne, Hammer. Aber es ist auch super anstrengend. Nee, Spaß. Ist natürlich alles nur ein Trick. Einmal Wasser bitte. Oh. Wir sind ja auch beim Fernsehen. Echte Rennradprofis reißen aber wirklich hunderte Kilometer runter oder quälen sich steile Berge hinauf, so wie hier. Für so eine Bergetappe verbrauchen die Athleten richtig, richtig viel Energie. Bis zu 10.000 Kalorien. Das ist viermal so viel, wie ein Erwachsener normalerweise am Tag braucht. Leider greifen viele Profis dabei zu einem unerlaubten Trick, dem Doping. Das ist Englisch und heißt so viel wie aufputschen. Von Doping spricht man, wenn Sportler unerlaubte Mittel oder Medikamente zu sich nehmen, um ihre Leistung zu steigern. Also zum Beispiel, um schneller Rad zu fahren. Oder um schneller zu laufen. Doping ist zwar streng verboten, aber trotzdem gibt es viele schwarze Schafe, die es machen. Dabei ist es nicht nur ungesund, sondern auch unfair den anderen gegenüber, die es nicht machen, weil die haben dann keine Chance mehr zu gewinnen. Also ich finde, lieber Zweiter oder Dritter werden und ohne Betrügen den Berg hochkommen. Der Kerl da oben auf dem Ding ist der Hans. Er ist Fahrradartist und das Rad, das er da fährt, gab es schon vor rund 150 Jahren. Es heißt Hochrad. Einfach normal drauf zu fahren ist dem Hans aber offenbar zu langweilig. Schließlich ist er Artist. Applaus bitte! Was ist denn an so einem Hochrad anders als an einem normalen Fahrrad? Das Vorderrad ist größer und das Hinterrad kleiner, ja, und ist angetrieben. Ich habe Vorderradantrieb. Du trittst hier vorne. Genau. Und das wird angetrieben und genauso bremse ich auch, weil das Hochrad hat keine Bremsen. Okay. Weder vorne noch hinten. Das muss ja super schwierig sein. Ne? Das bewegt sich ja auch genauso mit, das Pedal, wie das Rad sich dreht. Beim Hochrad sind die Pedale fest am Vorderrad montiert.
Und schaut mal, ein Hochrad hat noch gar keine Kette. Deshalb ist das Vorderrad auch so groß. Bei so einem Rad ohne Kette kommt man mit einem Mal in die Pedale treten nämlich weiter, wenn das Vorderrad größer ist. Darf ich auch mal probieren zu fahren? Ja, gerne. Boah, dann brauche ich einen Helm. Oh. Alles klar. Und jetzt muss man hier hinten aufsteigen. Du musst hier innen aufsteigen mit dem linken Fuß und musst dich festhalten an den Lenkergriffen. So, probier's mal. Linker Fuß da drauf. Oh. Oh Mann. Das fühlt sich gar nicht gut an. Und jetzt einfach treten. Echt nicht los, ne? Nein, einfach treten. Und los. Das ist so krass, weil das. Schön vorsichtig und nicht so schnell, dass ich noch mitkomme. Boah. Jetzt ein wenig schneller. Boah, ist das hoch. Es ist ja ganz schwierig zu lenken, weil man gleichzeitig tritt. Ja, das ist das Schwierige. Aber schau lieber in die Landschaft, ist ja irre. Genieße die Natur. Ja, nee. Das ist schön echt. Lenken, gerade lenken, dass wir den ins Gras fahren. Und jetzt hier? So, und jetzt einlenken. Einschlagen. Oh, das kriege ich ja niemals allein hin. Guck mal hier, der Reifen schleift hier innen am Oberschenkel, ne? Ja, genau. Das ist echt irre schwierig. Jetzt, der ist sehr eng hier, die Straße. Oh. Also man hat einen riesen Wendekreis mit so einem Rad. Ja, genau, viel größer, das muss man berechnen. Ah, Hilfe! Jetzt habe ich's raus. Yeah. So, jetzt möchte ich aber echt wieder runter, auch wenn es super war. Jetzt muss ich nämlich noch meine letzte Checkerfrage checken. Wie sahen die ersten Fahrräder aus? Die ersten Fahrräder sozusagen waren die Laufmaschinen aus Holz, eisenbereift, 1817. Das war vor rund 200 Jahren. Und so sahen die aus. Die Laufmaschine war der Vorgänger vom Fahrrad und sie hatte noch keine Pedale. Der Fahrer musste deshalb mit den Füßen anschieben. Richtig bequem war das nicht. Trotzdem gibt es auch heute noch Rennen mit diesen lustigen Teilen. Erst waren die Holzräder, Laufmaschine, dann Holzrad mit Pedale, eisenbereift, ca. 50 Kilo schwer und hat richtig durchgeschüttelt. Okay. Ja, und man konnte auch nicht schnell fahren damit. Also, man ist froh, wenn man vorwärts kommt, ist ein bisschen, man musste nicht laufen. Und dann ist das erste richtige Fahrrad erfunden worden, das Hochrad. So eins hier? Ja. So hoch wie das hier waren die ersten Räder also noch gar nicht. Aber sie wurden immer höher. Außerdem waren die Hochräder richtig teuer. Deshalb war das nur was für reiche Menschen. Erst als vor über 100 Jahren die Kette ans Fahrrad kam und die Räder wieder kleiner und billiger wurden, konnten sich auch nicht so reiche Menschen einen Drahtesel leisten. Wie sahen die ersten Fahrräder aus? Die Laufmaschine war der Vorgänger vom Fahrrad. Sie war aus Holz und hatte noch keine Pedale. Später kamen Pedale ans Vorderrad, das immer höher wurde. Daher auch der Name Hochrad. Gecheckt. Und jetzt die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, woher kommt die Rikscha? A aus Asien, B aus Amerika oder C aus Deutschland? Na, habt ihr es gemerkt? Richtig ist also Antwort A. Die Rikscha kommt aus Asien. Mit den Riesendreirädern werden Menschen und Sachen transportiert. Wie mit dem Taxi eben, nur ohne Benzin. So Leute, ich fahre noch ein bisschen Weltraumrennrad. Für mich als Fernsehmenschen kein Problem. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Der kombiniert und der auch mal spioniert. Das ist Can, Checker Can, yes he can, unser Mann. Der mit Tieren spricht, der türkisch ist, der kein Schisser ist und der hält was er verspricht.